Ich habe nur eine strikte Anweisung für dich. Du wirst unter keinen Umständen deine seltsamen Hypothesen öffentlich bekannt geben. Solltest du glauben, dass du irgendein Beweismaterial gefunden hast, dann komm zuerst zu mir. Wir können dann die nächsten Schritte überlegen. Wenn aber nichts an der Sache ist, wovon ich fest überzeugt bin, und es sickert trotzdem etwas durch, dann ist unsere ganze Abteilung diskreditiert. Du weißt, wie leicht wir gerade mit den Herzspendern aufs Korn genommen werden. Okay, Walter. Selbstverständlich verspreche ich dir das. Und entschuldige, ich komme mir langsam wie ein Idiot vor. Ja, Herr Staatsanwalt, ich kam mir tatsächlich wie ein Idiot vor, der gegen Windmühlenflügel ankämpfte. Ich musste zugeben, dass Dr. Geigers Erklärungen absolut plausibel waren, aber ich sah sie eben immer noch, die Windmühlen. Was haben Sie unternommen? Ich stieg in meinen Wagen und fuhr zur oberen Hälfte der Roman Street. Es muss ungefähr 23.15 Uhr gewesen sein. Etwa zur selben Zeit war Polanski angefahren worden.